Mit der PS5 und der Xbox Series X steht die nächste Konsolengeneration kurz bevor. Da ist es nur logisch, dass Sony und Microsoft kräftig Werbung machen für die neue Hardware und was für atemberaubende Grafik diese schaffen kann. Sprich, die ganz normalen Weiterentwicklungen, die man bei einer Next-Gen-Konsole erwarten würde. Eine Sache scheint aber bei all der neuen Hardware sich nicht zu verändern. Der Controller. Während die Anzahl an Teraflops immer weiter steigt, bleibt die Anzahl an Controller-Tasten gleich. Egal, ob wir vom PlayStation, Xbox oder Nintendo-Controller reden. Die Controller nehmen unterschiedlichste Formen an. Das Tastenlayout hat sich aber seit die PlayStation 2 die Dual-Analog-Stick-Konfiguration eingeführt hat, nicht verändert. Man hat sich sehr treu an diese Formel gehalten. Natürlich gab es hier und da Neuerungen, nur fallen diese bei einer neuen Konsole nicht so schnell auf. Besonders wenn das Hauptaugenmerk auf die neue Grafik gelegt wird. Features wie vibrierende Trigger oder HD-Rumble lassen sich nicht so gut vermarkten, bis man halt den Controller selbst in der Hand gehalten hat. Es gibt genug Punkte, mit denen sich die Konsolenhersteller versuchen, voneinander abzugrenzen. Sie tun es sich damit aber etwas schwer, obwohl es doch so einfach sein könnte. Es wird Zeit für neue Tasten auf dem Controller. Wenn wir uns den Standard Xbox One Controller ansehen, dann lässt sich für jede einzelne Taste ein Äquivalent auf anderen Controllern finden. A auf dem Xbox Controller ist X auf dem PlayStation Controller, RT ist R2, B ist Kreis. Dasselbe Spiel gilt auch für die Joy-Cons von Nintendo. Das macht es natürlich für Multiplattform-Spiele besonders einfach, die Steuerung zu erstellen. Hat man Monster Hunter World auf der Xbox gespielt, ist die Steuerung 1:1 die gleiche auf der PS4. Man drückt den unteren Face-Button zum Rollen, zielt mit denselben Triggern und so weiter, ihr versteht schon. Diese Norm hat sich über die Jahre mit den Konsolengenerationen eingebürgert und das funktioniert auch zu weiten Teilen ganz gut. Die Steuerung wird auf genau dieses Tastenlayout entwickelt. Und gibt es dann doch mal ein paar mehr Befehle, holt man ein Radialmenü oder Tastenkombination raus. Aber Spiele wachsen zunehmend in Komplexität. Dank der neuen Hardware-Power ist das im Detailgrad kein Problem. Im Gameplay-Bereich wird man aber dennoch auf die Standard-Controller-Konfiguration zurückgreifen müssen. Wie der herkömmliche Controller an seine Grenzen stößt, zeigte mir Doom Eternal. Vollgepackt mit wiederkehrenden und neuen Funktionen hat Doom Eternal genug Mechaniken für zwei Sequels im Gepäck. Und mit dem herkömmlichen Controller ist das ein Krampf. Mit A springen, B zum regelmäßigen Dashen, X für die Kettensäge, Y für den Flammenwerfer. Und für alle vier Tasten muss ich den Daumen vom rechten Analogstick nehmen. AKA, ich kann nicht mehr zielen. Das sind zwar nur kurze Augenblicke, aber in Doom Eternal kann man sich keinen Augenblick leisten, mit dem Flammenwerfer daneben zu zielen. Man kann zwar das Tastenlayout verändern und die Fähigkeiten auf die Bumper legen, damit man wenigstens weiter zielen kann. Aber auf den Bumpern liegen auch Fähigkeiten wie Granaten oder das kleine unwichtige Feature, die Waffe zu wechseln. Egal wie man die Funktionen umverlegt, auf dem Controller sind zu viele Knöpfe von den Daumen abhängig. Man kann den Controller in drei Bereiche einteilen. Zum Daumenbereich gehören alle Face-Buttons, Analogsticks und das Steuerkreuz. Wer ganz besonders auf Fingerkrämpfe steht, kann aber auch mit der sogenannten Claw-Technik die Face-Buttons nutzen, ohne den Daumen vom Stick runterzunehmen. Viel Spaß bei der Zerrung. Der zweite Bereich ist für die Zeigefinger da. Hier betätigt man die Bumper und Trigger, welche simultan mit Knöpfen aus dem Daumenbereich gedrückt werden können. Und dann gibt es noch die Rückseite. Und wie euch hier auffällt, sind hier ziemlich viele Finger und erschreckend wenig Knöpfe. Während Daumen, Zeigefinger und eventuell auch der Mittelfinger, je nachdem wie ihr die Trigger bedient, beschäftigt sind, ruhen die restlichen Finger sinnlos auf der Rückseite des Controllers. Hier haben wir den idealen Platz für weitere Knöpfe. Und genau für dieses Problem gibt es bereits Controller. Der Xbox One Elite Controller ist durchweg ein normaler Xbox Controller mit ein paar netten Features. Magnetisch austauschbare Sticks, einstellbare Trigger und nicht zu vergessen, zusätzliche Tasten auf der Rückseite. Und wie spielverändernd allein eine Taste auf der Rückseite sein kann, merkt man sofort. Alleine das Springen und gleichzeitige Ziehen fühlt sich einfach richtig an. Ich hatte schon lange vor dem Elite Controller Shooter auf der Konsole gespielt. Und es hatte mich nie wirklich gestört, dass ich nicht so vielseitig wie mit der Maus und Tastatur sein kann. Aber seit ich First-Person-Shooter mit dem Elite-Controller gespielt habe, geht es einfach nicht mehr ohne. Man kann die steuerungstechnischen Hürden zwar mit reichlich Gewöhnung und Können ausgleichen, aber das Hinzufügen von bereits einer einzigen Taste kann hier schon wahre Wunder bewirken. Und warum da aufhören? Der Razer Wolverine Ultimate hat nicht nur vier Tasten auf der Rückseite, sondern auch noch zwei zusätzliche Trigger-Tasten. Diese verhalten sich ähnlich wie Maustasten, was bei schneller Reaktion von Vorteil sein kann. Wie die Controllersteuerung sich auch spielmechanisch auswirken kann, sieht man bereits gut bei der Crysis-Reihe.
Wo der erste Teil noch mit dem PC im Hinterkopf designt wurde, mit der Tarnung, Geschwindigkeit, Stärke und Panzerung als Fähigkeit, kamen die anderen beiden Teile auch auf der Konsole raus. Und spielmechanisch blieben damit nur noch für Tarnung und Panzerung Platz, da mit der Standard-Shooter-Steuerung kein Platz mehr für vier einzelansteuerbare Fähigkeiten mehr vorhanden war. Das wäre alles kein Problem gewesen, hätten die Controller damals schon ein paar extra Tasten gehabt. Diese zusätzlichen Tasten sind allerdings keine eigenständigen Tasten. Man kann lediglich vorhandene Tasten auf diese zuweisen. Sie sind also weniger neue als vielmehr alternative Tasten. Jetzt stellt euch aber mal vor, Nintendo, Sony und Microsoft würden diese Tasten standardmäßig bei allen neuen Controllern einsetzen. Die Flexibilität als Spieler, die Steuerung nach eigenen Vorlieben anzupassen, wäre viel angenehmer und auch als Entwickler stehen einem mehr Optionen zur Verfügung, die Steuerung umzusetzen. Und mehr Optionen sind immer gut. Dank diesen Pro-Controllern gibt es diese erweiterten Steuerungsmethoden. Allerdings kommt das auch mit einem Preis. Den Elite-Controller bekommt man je nach Modell erst ab 100 Euro aufwärts. Und der Preis des Razer-Controllers liegt auch mit Leichtigkeit bei über 160 Euro. Eine Preiskategorie, die leider für solche Controller der Standard ist. Genau deshalb wäre die Einführung solcher Tasten bei Mainstream-Controllern ein großer Gewinn, weil da langfristig allen Spielern neue Steuerungsmöglichkeiten geboten werden, ohne auf die teuren Nischenprodukte zurückzugreifen. Features wie RGB-Beleuchtung oder im Dunkeln leuchtende Farben sind zwar ganz nett, aber müssen nicht Standard werden. Zusätzliche Tasten am Controller wiederum, besonders auf der Rückseite, die dürfen gerne Standard werden.